Hat bis jetzt geklappt, das Auto ist da, der Fahrer ist da, der Chef ist da, bezahlt wurde und wir fahren jetzt. Ja. Meistens sehr lustig, glänzende Augen, ja genau. Also die erste Überraschung, die Touristen zahlen 12-mal mehr als die Einheimischen. 250 Rupien, das sind Gott sei Dank knapp 3 Dollar. Nein, eigentlich 3 Dollar. Und diese 3 Dollar haben wir noch gerade so. Also, und außerdem müssen wir wieder, da hier alles digitalisiert ist, mit der Karte zahlen. Unser Driver hilft uns aus, wir geben ihm das Geld, er kauft uns die Tickets. Und den Pass wollen sie vom Bertolt auch noch haben. Das ist natürlich schon mal ganz merkwürdig. Naja, ich meine, so wird man die Touristen hier vielleicht nicht so schnell gewinnen. Aber es hält sich noch in Grenzen. Das kann man wohl sagen. For YouTube, for me, for Souvenir. Bread. No. So. Quando? Okay. Non lo so.
Wir wollen jetzt ja ein Hemd kaufen. In den Kleiderladen. Der sieht ganz modern aus. Von innen und von außen. Coffee, we like this only come. Coffee, I think the coffee will come like this only. This is the... Coffee bowl. Oh. This? Huh? Coffee bean. Koffein, eine kleine Kuppe. Ja. Dann hat der Mann recht gehabt. Diese, aber dann ist Pfeffer. Pfeffer ist der Biggest, yes? No, no. Same only come. Aha. I'll show you that also. In this area... Hier war unsere Suite. Ein Anwesen, das gut in Schuss gehalten ist. Und wie ihr selber euch überzeugen könnt, auch einen gewissen Standard besitzt. Was haben wir gezahlt? 43 Dollar für drei Personen. Und das fand ich noch eine Schlafgelegenheit für unseren Fahrer. Zu teuer war es also nicht. Jetzt gehen wir breakfasten. Was macht ihr da? Einen schönen guten Morgen. Heute ist der 2.2.2024 und wir sind in Nordindien auf einer Höhe von 2450 Metern. Der Ort heißt Uti, schreibt sich aber ganz anders, ein O, ein T und glaube ich zwei Y. Und hier ist so die Gegend, wo es die Kurorte gibt. Und wie man sieht, es ist verdammt schön hier. Auch das Grün ist reichlich vorhanden, nicht so wie unterwegs. Gestern haben junge Inder hier gefeiert. Man sieht auch nicht so knapp. Obwohl der Alkohol hier doch schon sehr teuer ist. Ich sag mal, für einen Normalsterblichen nicht erschwindlich. So auch die Zigaretten. Ein Päckchen kostet 4 Euro. So ungefähr die Hälfte wie in Deutschland. Aber hier ein anderes Thema. Ich zeige euch nochmal hier. Oh, da ist ein unschönes Bild. Aber deswegen schwenken wir die Kamera mehr in diese Richtung. Und den Rest mache ich dann unterwegs. Nochmal, bis gleich. Das ist nochmal unsere Anlage, was ich gestern herausgestellt hatte mit... in dem Gespräch mit dem Fahrer. Das soll hier alles stattlich sein, im stattlichen Besitz befinden. Insofern ist es eigentlich nicht so teuer. Guter Standard. Ich würde mal sagen 3,5 Sterne, vielleicht sogar 4.